Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Porn Pannas Kochstudio. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Und zwar kennt ihr Chayote, wie man es ausspricht, weiß ich jetzt gar nicht, weil ich auch noch nie gegessen habe, muss ich sagen. Das machen wir heute. Ich sage das gleich noch, was es genau ist, was es da heute gibt. Das gibt ein Pfannengericht wieder mit Reis und Gemüse drin. Lasst euch mal überraschen. Wird sehr lecker. Auf geht's. Swadika, hallo. Guten Tag. Hallo Frau Chefköchin, wie geht es Ihnen? Oh, die Tür geht zu. Also, so sieht das Ding aus. Chayote. Ist eine rankende Pflanze, gehört zu den Kürbissen und wird als jetzt Gemüse hier gegessen dann. Ne? Wo kann das essen? Das weiß ich nicht, du bist doch Chefköchin. Ich weiß es nicht. Also, die wird erstmal dann geschält. Die wird geschält. Marawan. Auf Thai. Ja. Und some Leute sagen, Meo. Ma Meo. Meo ist doch Katze. Nee, Katze. Sag nochmal. Meo. Meo. Ich höre jetzt wieder Katze raus. Yeah. Miau. Miau. Schwierig. Also, Chayote, Kürbis. Kommt vom Chiang Mai, Lampun, Lampang. Ist nicht bei uns aus dem Garten? Nein, nicht im Garten. Ich will Pflanzen. Also, ich habe das schon. Ach. Nicht willkommen, ja. Ich dachte, die haben wir hier bei uns auch, weil wir haben auch so viele Arten von Kürbis. Nee. Genau, schneid mal auf. Das, was wir mal sehen. Gibt es sie auch in Deutschland? Nur Mala. Man unterschied von Mala aus. Was ist denn Mala? Mala. Eine ähnliche. Du musst ein Tankgerät, ich weiß nicht. Das weiß ich auch nicht, aber ist egal. Wir haben jetzt hier diese Chayotten. Ob sie in Deutschland gibt, du gute Frage, ne? Also, der Kern kommt raus, wie ich das sehe. Nicht in Deutschland, aber in Asien-Shop. Asien-Shop. Ja. Gut, also aufpassen mit Finger. Ich glaube, in Asien-Shop. Zack. Kern raus. Habe ich das schon mal gegessen? Gar nicht. Gar nicht? Hm. Dann bin ich ja wieder ganz aufgeregt. Hm. Wie schmeckt das denn? Ich esse schon lange. Ach was? Ja. Ist das so selten hier zu kriegen oder wie? Auf dem Markt? Auf dem Markt haben wir, ne? Ja. Gut, was kommt denn noch da rein? Also, das ist schon mal hier das namengebende Gemüse. Dann habe ich noch hier Frühlingszwiebeln. Aus dem Garten, das ist schön. Möhren habe ich hier, zwei Eier. Ich habe hier eine Tomate. Was ist das denn hier? Peperoni? Peperoni, Schafe. Oh, und es gibt noch Schwein dabei. Schweinefilet schon geschnitten. In mundgerechte Stücke. Apropos mundgerechte Stücke. Mach's auch wieder klein hier. Machen denn die kleinen Racker wieder hier? Mal eine in der Sonne hier, zwei im Schatten. Sie warten schon für das Spiel. Kira. Muss ich sagen. Adolf. Ich hoffe, dass sich die Schlange nicht beißt. Achso, Schlange, ja, Schlange kommt noch. Die Woche kommt noch, Schlangenalarm kommt noch. Ich schweife ab. Also immer noch klein schneiden hier. Zack, zack, zack. Klein machen. Zuppel, zuppel. Das ist richtig klein heute doch. Sind die hart? Keine Ahnung. Schon vergessen. Sieht aus und schon vergessen. Ach was. Ja. Aber du weißt noch, wie man es kocht, ja? Ja, ich weiß schon. Das ist gut, das ist gut. Das ist ein Hauptsache. Nicht hart. Schlumpelig. Schrubbelig. Ja. Schlabberig. Schlabberig. Also es wird ein schlabberiges Gericht. Kommt der Reis dabei? Ja.
kommt Reis dabei. Auch so kann der Soup auch so. Das denke ich mir, dass man das auch in Suppe machen kann hier. Ja, kann das, aber ich will nicht heute, ich will im Wok. Im Wok. Oder was haben wir heute? Pfanne. Pfanne. Gut. Gut. So viel und so. Klein geschnitten? Oh, da kommt, da kriegen wir doch weg hier. Ja. Knoblauch, natürlich. In Thai-Küche muss immer Knoblauch. Richtig. Ganz wichtig, Knoblauch. War noch gar nicht hier auf meinem Tablett noch gar nicht drauf. Also Knoblauch klein machen. Ist das der neue? Nee, alle. War ja noch einen neuen gekauft, ne? Nicht zu lange, ich habe zu viele. Sieht noch richtig gut aus. Was kosten die hier? Nur 90 Baht. Wie bitte? 90 Baht. Das ist ja billig. 140 Baht. Das ist nicht teuer. 140 Baht für so einen Holzklotz hier. So, jetzt aber. Knoblauch rein in die Pfanne. Das Fleisch gleich hinterher. Das war Schweinefilet, ne? Ja. Hast du kein Öl drin gehabt? Doch. Aber nur ein bisschen. Ja. Wegen meiner Linie oder was? Ja. Ich glaube, ich schwöre. Echt? Komm. Meine Zuschauer haben gesagt, bei dem mit Katrin fest, mein Hemd hätte etwas gespannt um den Ranzen. Aber das liegt ja nur hieran, ist ja klar, ne? Das Nein, liegt nur an dem Essen. Stimmt nicht. Wieso stimmt nicht? Woran liegt's? Das kann nur daran liegen. Oder vielleicht dann eine Thüringer Bratwurst. Also Eier noch mit rein. Schön Mixi Mixi. Nee, gar nicht Mixi Mixi. Noch nicht Mixi Mixi. Mm. Dann Chayote. Das Kürbisgemüse. Die Pfanne kriegt auch, ne? Kriegt auch ein bisschen. Zu klein, ne? Zu kleine Pfanne. Mhm. Ja, ja, ja. Oder du hast viel gekocht. Ah, das kriegen wir alles nicht, kein Problem. Denk an meinen Ranzen. So. Wasser hinterher, eine Schüssel voll. Abschrecken. Menü? Ein bisschen warten. Okay. Jetzt hat sie also jetzt hier 3 Minuten den Deckel drauf. Ein bisschen mal jetzt gerührt zwischendurch. Das Wasser rauskommt, sagt sie. Aber wenn Deckel drauf ist, kommt das Wasser nie raus. Dann ist doch zu. Ah, es soll ja ein bisschen kochen, ne? Es soll ein bisschen kochen. Ja. Es soll ein bisschen kochen hier. Dass das Gemüse schlabberig wird, sagt sie. Schlabberig. Oder schrumpelig. Schrumpelig. Schlabberig. Soll nicht so hart sein. Ne? Also ruhig ein bisschen kochen lassen, das Ganze dann da. Ein bisschen umrühren, dass das Ganze nicht noch anbrennt, ne? Ist klar. Und ein bisschen köcheln lassen, dass das Wasser rausgeht. Ist noch hart? Deckel drauf und ein bisschen kochen lassen noch. Würde ich mal sagen, ich als Chefkoch hier. Ja. Ja. Jetzt ist gut sein. Ne, jetzt ja, ne, ein bisschen, was haben wir jetzt? Ah, 8 Minuten jetzt, ne? Ein bisschen Salz, na, ach, ja sicher, Pilzsoße, ich brauche nichts mehr sagen, ne? Pilzsoße dick,
Pilzsoße dünn, kommt immer rein. Zack, zack, zack. Ordentlichen Schuss hier rein. Upp. Vom Eis war nichts mehr da. Das ist Zucker. Ja. Ah, ja, natürlich. Ein Löffel Zucker muss rein. Wenn meine Frau nicht da kann, dann kochen sie so. Wieso ich? Ja. Da hole ich mir einen Kebab. Ja, gibt's ja hier nicht mehr. Kebab, das hast du nicht, ne? Dass du mal sagst, ja, komm her, ich hole mal einen Kebab oder was, ne? Das ist hier in Thailand nicht. Bei uns jedenfalls nicht, ne? Da haben wir gar nichts hin. Euer Pfeffer kommt. Pfeffer rein, ja. Die komische Pfeffermühle, wo nichts rauskommt hier. Möhren! Fürs Auge? Ja, die Farbe. Ein bisschen Farbe machen, genau. Ein bisschen gelbe Paprika wären auch nicht schlecht, oder? Dann jetzt hier die Frühlingszwiebeln. Schön. Oh, heiß. Heiß. Probieren. Chefköchin. Genug. Genug mit? Soße, alles. Alles. Hart. Alles perfekt. Alles perfekt. Sehr schön. So. Wir haben es beide noch nicht gegessen, also ich noch gar nicht gegessen, vorhin schon Ewigkeiten her. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt schmeckt hier. Kajotte. Malak Meo. Von hier sagt sie Malak Wan. Okay. Von Chiang Mai, Lampun, Lampang sagt sie Malak Meo. Genug essen. Das ist wichtiger. Ja. Geht's los? Ja. Geht's los? Probieren? Ja. Ich kenne es gar nicht, ganz ehrlich. Stopp so. Ja. Hm. Das schmeckt gut. Die Kajotte. Hm. Ich sag mal ähnlich. Ähnlich. Zucchini. Ähnlich. Na? Würde ich mal sagen. Aber Zucchini, man so schlumpelig, meine. Probier du mal. Ja, ich weiß. Warte, probier mal. Sag mal, wegen Urteil, wegen Zucchini. Ja, man sehen Gurke. Ne? Gurke, Zucchini, ja, ist nicht ja. So, ne? Mhm. Ja. Wenn Gurke, man muss so schlumpelig, meine. Mhm. Gurke. Und dann bellen. Gar nicht scharf. Es ist Paprika. Es ist da. Pepperoni. Mhm. Oh, hier, ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Mm. Ella. Nock. Nock. Vogel. Hört die Aufnahme. Mm. Oh ja, Kaline scharf, ja. Mhm. Kann nicht es, Kinder essen oder so. Ja. Natürlich dann aber ohne diese scharfen Peperoni drin dann, ne? Ja. Aber sonst ohne den? Ey, das ist gut, du. Mhm. Mhm. Oh, das ist gut, das kann man gut essen. Mit Schwein? Geht damit mit Hühnchen genau? Geht auch, aber normalerweise Leute mag nur Eier. Nur Eier? Ja, aber... Ach, ohne Fleisch? Ja. Ach, die machen dann ganz vegetarisch dann? Ja. Okay. Und du hast jetzt für mich mit Schwein gemacht? Ja. Hm. Du bist so gut zu mir. Mhm. Also echt gut. Mhm. Schön knackig.
Einwandfrei. Kann ich empfehlen. Kajotte, wenn ihr findet. Ja. Gut. Wir aufessen hier. Das war's für heute aus Porn Pandas Kochstudio. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Vergott like, gott share, gott subscribe, gott bekam, ne, ka, für den Kamlanjai, hek, ab Uwe, ka, kopun, ka, tschüssle, ha, bade, er, sehr gut, a, wieder, lu, und vierte. Das sind die kleinen Racker, die streiten eine Plastikflasche. Die stören die Aufnahme. Also, Mahlzeit. Tschüss.